ihr Lieben, heute gibt es wieder ein Video aus der Reihe Strickbegriffe und Strickanleitungen verstehen. Und zwar zeige ich euch heute die linksgeneigte Zunahme aus dem Querfaden. Und zwar nehmen wir jetzt eine Masche aus dem Querfaden zu und in die Art und Weise, wie wir zunehmen, neigen dann die Maschen eher nach links. Und zwar haben wir ja hier immer zwischen den zwei Maschen einen Querfaden und den nehmen wir jetzt mit der linken Nadel von vorne nach hinten auf, so. Ihr könnt das auch alles, ich mache das immer mit der rechten Nadel, das heißt, ich hebe mir das so an, den Querfaden, und gehe jetzt hier mit der linken Nadel von vorne durch und habe mir jetzt den Querfaden raufgelegt. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr diesen Faden nicht normal rechts abstreckt, sondern rechts verschränkt. Das heißt, ich gehe hier hinten in das hintere Maschenglied und stricke das Ganze rechts verschränkt ab, damit es kein Loch gibt. Ich zeige euch das Ganze nochmal. Ich löse die nochmal auf. Also eine links geneigte Zunahme aus dem Querfaden bedeutet, ich nehme hier den Querfaden von vorne mit der linken Nadel auf und stricke diese rechts verschränkt ab. Und das war es auch schon. Das Video für eine rechts geneigte Zunahme auf dem Querfaden verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und dann bis ganz bald, eure Maschenmarie.